Halleluja. Gott weiß ganz genau. Darum will Gott nicht, dass du dich festlegst. Und jetzt will ich noch ganz schnell einen Gedanken in den Raum stellen. Weißt du, Gott ist dagegen, wenn wir uns Menschen festlegen. Er hat sich festgelegt für uns. Und weil er sich für uns festgelegt hat, sollen wir die Finger weglassen. Es reicht, dass er sich festgelegt hat, dass er alles geregelt hat, dass er alles geordnet hat oder alles weislich geordnet hat. Da kann nur einer, entweder wir oder Gott, festlegen. Und Gott sagt, ich habe mich festgelegt. Ich habe mich festgelegt, ich will dich haben. Und du sollst kommen, dass du hier geboren worden bist. Das ist Gottes Wille gewesen, kein Zufall. Du bist kein Panschall. Verstehst du, wie die Bayern sagen würden? Kein Zufallsprodukt. Du bist ein Werk seiner Hände. Kein Haar meines Hauptes wird umkommen. Selbst die schon irgendwo in Mülleimer sind, die werden wieder alle zusammenkommen auf mein Haupt. Und was glaubst du, was ich für eine Haarpracht haben werde? Halleluja, ich freue mich jetzt schon riesig. Ich weiß es warum, du verstehst mich vielleicht nicht. In der Sowjetunion, als wir dann in die Schule kamen, Sommer überall sind meine Haare schön gewachsen im Sommer, in den Sommerferien. Aber in der Schule, da musste man sich die Haare schneiden, Glatze. Die Russen, die Ruskis laufen alle mit geschorenen Haaren, mit einer Glatze. Wegen Läuse und was weiß ich, wegen allem, das ist okay. Und als wir nach Deutschland auswanderten, und dann ließ ich extra ganz bewusst meine Haare wachsen, dann die Lehrerin hat die Schere genommen, bei den Jungs dann so ein Kreuz reingenäht, reingeschnitten, die soll jetzt zum Friseur gehen und die Haare schneiden, und die Mutti soll die Haare schneiden, und sie kam dann bei mir und sagt, nein, meine Haare werden nicht geschnitten. Sagt er, aber was, denkst du, du bist was anderes? Er sagt, wie wandern aus? Dann sagt er, ach so. Und so weiter. Du siehst, bei mir sind die Haare nicht geschnitten worden. Und das weiß ich, was das bedeutet. Haare, verstehst, das ist etwas Besonderes. Ja, die anderen haben das nicht. Du hast es. Kein Haar, ja, soll gekrümmt werden bei dir. Darum, es gibt keinen Grund zur Angst, keinen Grund zur Sorge, keinen Grund zum Zweifel und keinen Grund zur Verzweiflung. Er hat alles in seiner Hand. Preis Gott. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen. Ich lasse mich einfach in deine Arme fallen und ich bin ruhig und gelassen. Und ich segne alle meine Hörer, wo sie auch immer sind, jetzt in diesem Augenblick. Herr, und gib ihnen alles, was sie brauchen in diesem Augenblick. Versorge sie mit allem Nötigen, lieber Heiland. Halleluja, du versorgst sie mit allem, was sie brauchen, mit Kraft, mit Gesundheit, mit Freude, mit Frieden, finanziell. Versorge die Geschwister auch finanziell, lieber Heiland. Stärke die Schwachen, gib ihnen neue Kraft. Halleluja, dass sie wieder auffahren. Du weißt alles, Jesus. Du kennst alles, du siehst alles. Und dass sie dieses Wissen mit nach Hause nehmen. Heute Nachmittag, Herr Jesus, du kennst alles, du siehst alles und du verstehst alles. Und dir braucht man nicht viel erzählen. Und Herr, du siehst, wo jeder Einzelne siecht und kämpft und dringt und Schmerzen spürt und fühlt. Du berührst jetzt die Menschen in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr Jesus. Amen. Praise God.